Wer im Internet den Cozy Club sucht, der findet schnell auch Erfahrungsberichte und da liest man dann am Wochenende regelmäßig Schlägereien oder für friedliebende Menschen nicht zu empfehlen. Vielleicht sollten wir solche Bewertungen ernster nehmen, denn sie sind offenbar korrekt. Vergangene Nacht ist die Gewalt vor dem Cozy Club in Hohenschönhausen eskaliert. Es fielen Schüsse, am Ende war ein Mensch tot. Im Rinnstein eine Waffe. Auf dem Bürgersteig drei Verletzte und ein Schwerverletzter. Trotz der Bemühungen der Sanitäter, das Opfer zu reanimieren, konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Er starb an seinen Schussverletzungen. Zwei andere Männer, auch durch Schüsse verletzt. Der mutmaßliche Täter mit einer Gesichtsfraktur. Die drei befinden sich im Krankenhaus. Mehrere Männer hatten dort einen Konflikt, der zunächst körperlich und dann aber auch mit einer Schusswaffe ausgetragen worden ist. Wir können nach jetzigem Stand sagen, dass mehrere Schüsse gefallen sind. Heute Morgen Kriminaltechnik am Tatort nimmt Blutspuren. Vor dem Cozy Club muss es zum Streit gekommen sein. Mittlerweile ist klar, der Tote ist ein 37-jähriger Deutscher, geboren in Kasachstan. Die beiden Angeschossenen, nicht in Lebensgefahr, sind ein Ukrainer, in Deutschland geboren, und ein Türke. Der mutmaßliche Täter ist ein 33-jähriger Russe. Das ist das erste Mal, dass ein Toter ist, aber wie gesagt, es Schlägereien und mit Blut und alles, aber das ist immer gang und gäbe, sag ich mal. Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe ich einfach nicht, was hier passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding muss zu. Der Cozy Club präsentiert sich via Facebook durchgehend geöffnet. Jeden Freitag und Samstag Russian Party. Und dazu viele Bilder von Menschen mit sehr viel Feierlaune. Der Besitzer will nicht vor die Kamera, betont aber, dass nicht in der Disco geschossen wurde. Trotzdem sucht die Polizei unter den Gästen nach Zeugen. Die Tathintergründe und auch das Tatgeschehen sind derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Licht ins Dunkel könnten die beiden Opfer im Krankenhaus bringen, wenn sie wieder vernehmungsfähig sind.